Heute ist es soweit. Heute schauen wir uns endlich das vierte Volume von Vinland Saga an. Endlich dieses schöne Volume mit diesem wunderschönen Pink. Ja, ich bin wirklich ein wahrer Pink-Fan geworden. Auch wenn Pink nicht wirklich zu Wikingern passt, so. Aber gut. Ich probiere das schnell von der Folie zu befreien. So. Dann schnappen wir uns den Zettel und dann können wir direkt loslegen. Tada! So, das letzte Volume mit den Folgen 19 bis 24, wieder 150 Minuten lang, deutsche und japanische Synchro und so wie ich es mir auch gewünscht habe, wieder ein Booklet, wieder ein Poster und wieder ein Sticker. Und hier haben wir es nochmal mit einem wunderschönen Pink. Aber auch wirklich ein sehr, sehr schönes Motiv. Ich bin wirklich gespannt auf den Anime. Vielleicht habe ich sogar schon angefangen, wenn ihr das Unboxing hier seht. Wer weiß. So. Innen wird das wahrscheinlich wieder ähnlich aussehen. Hier haben wir den guten Herrn rangezoomt, die anderen Characters sind nicht mit drauf. Und hinten dieses Motiv und natürlich wie immer unsere Beschreibung. Ich sag mal, weiter im, ja, Zeitstrahl. So. Dann, wie immer, unser Sticker. Den haben wir hier. Finde ich ein bisschen schade, dass es erst zwei Sticker waren und dann jetzt nur noch einer jeweils. Aber gut. So, ich bin sehr gespannt auf das Postermotiv. Oh, das sieht schon sehr schön aus. Ist wieder ja ein bisschen minimalistisch, aber ja, trotzdem sehr schön. Wir haben einen Sternenhimmel und einen Herren, der im Boot sitzt, beziehungsweise zwei. Ja, sehr hübsch. So, dann mal gucken, was dieses Mal so Schönes im Booklet steht. Gucken wir mal rein. So, Episodenguide. Wieder ein Comic natürlich. Und dann geht's direkt los mit dem Interview. Im letzten Volume hatten wir ja Waffen und alles und Backgrounds. Sehr schade, dass die Ehrengäste zu Vinland Saga nicht auf die Animagic gekommen sind. Das wäre richtig toll gewesen. So. Oh, sehr schön. Ah, sogar mit Karte, das ist auch interessant. Wo was wie passiert, in welcher Folge, wo sich das Ganze abspielt. Und hier denke ich mal so eine kleine Anteaserung auf Staffel 2 Cast. Und dann war das das Booklet. Dann schauen wir noch schnell ins Volume natürlich. So sieht das erstmal aus. Hier wieder mit unseren Episodentitel. Hier haben wir unsere Scheibe. Und natürlich noch ohne. Wieder ein sehr, sehr schönes Motiv. Und natürlich nochmal von außen. Ja, wunder, wunderbar. Wirklich. Eine sehr schöne Aufmachung mit vielen tollen Extras, nicht einfach irgendwie rausgehauen oder hingeklatscht oder sonst was. So muss das sein. Ich hoffe, dass wir dann nicht so lange auf Staffel 2 warten müssen, also generell nicht, bis sie überhaupt mal rauskommt. Vielleicht zum Streamen.
Aber gut, wird vielleicht noch eine Weile dauern. Aber ich muss mich ja jetzt sowieso erstmal mit der ersten Staffel beschäftigen. Und man kann ja auch zum Zeitvertreib dann noch den Manga lesen. Da habe ich ja auch schon die ersten drei Bände. Also genug zu tun, bis Staffel 2 dann draußen ist. Ja, meine Lieben, damit haben wir uns komplett Vinland Saga angeguckt. Immer noch ein Anime, der eine sehr persönliche Bedeutung für mich hat. Ich bin froh, dass ich jetzt alle Volumes nachkaufen konnte, nachdem es schon so ein Drama um Volume 1 bei mir gab. Bin ich jetzt echt froh, dass dieses Projekt jetzt abgeschlossen ist. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr schaut mal in den Anime rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Denn ich denke, das könnte für einige von euch was sein. Ja, meine Lieben, dann sind wir fertig hier mit einer wirklich tollen Serie, mit einem wirklich tollen Anime. Und dann schauen wir mal, womit es weitergeht. Ja, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.